So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eldorim zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Da steht er, der Peter. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier einiges an Holz abgebaut. Ich habe hier, ich kann es mal im Inventar zeigen, im Inventar. Geht die Menge 1, 2, 3, 4, um genau zu sein, 4, 64er Sticks mit Eichenbrettern. Stacks oder Sticks, keine Ahnung. Und damit können wir jetzt uns hier ein nächstes Haus oder ein Hütchen bauen. Mal schauen, was wir so kriegen. Hier auf dieser Stelle bietet sich sehr gut ein Turm an. Könnte man später machen, vielleicht aus Stein oder so. Fällt mir gerade ein. Aus Stein könnte man hier was bauen. Mir schwebt heute irgendwie so ein bisschen was vor, dass ich so ein bisschen was wie eine, ja, Kneipe oder sowas, ein bisschen eine Bar hier aufbaue, irgendwo in der Mitte des Dorfes. Auf dem Berg. Hier ist ein bisschen Strand, das haben wir im letzten Part schon ein bisschen gemacht. Den Strand habe ich leider rausgeschnitten, weil es etwas überflüssig war. Ja, haben wir ein bisschen Strand um den gefrorenen Bach gemacht. Kann man hier ein bisschen Eisbahn gehen im Winter. Ja, und jetzt werden wir uns hier mal ein hübsches Plätzchen aussuchen. Da mal ein bisschen Bäume abbauen und Platz schaffen für ein Zentrum des Dorfes. Ich würde zum Beispiel hier unten direkt in der Nähe des Hauses eine kleine Stammkneipe hin, wo sich die Bewohner mal am Abend treffen können. Muss ja nicht unbedingt eine Kneipe sein, aber irgendwie, ja, eine Sportsbar. Man sich jetzt so ein bisschen an Take setzen kann und mal so ein bisschen, ja, mit Billardstisch drin oder so. Ich bezweifle, dass man hier Billardstische bauen kann, aber ja, Spielerräume und Aufenthaltsräume, Gesellschaftszimmer, so in der Art. So, so sieht's aus. Da haben wir schon das erste weggeräumt und es wird schon wieder Abend und Nacht. Da gehen wir gleich mal hoch schlafen. Tage sind hier wirklich sehr, sehr kurz. Ist ja wohl ein Wintermonat. Und zwar immer. Zu jeder Jahreszeit ist hier Winter. Und deshalb sind die Tage so kurz und deshalb wird es auch so schnell dunkel. Nee, ich fürchte, das ist ein generelles Problem in Minecraft, dass es hier schnell dunkel wird, damit es halt spannend bleibt. Aber ich lasse es nicht zu, ich habe hier ein Bett, ich gehe schnell wieder schlafen, weil ich lieber am Tage rumlaufe, als in der Nacht zu sterben, von einem Creeper weggefetzt werden oder von einem Zombie gefuttert zu werden. Das finde ich nicht so toll. Das gefällt mir nicht so ganz. So. Dieses ganze Geäst hier von den Bäumen hängt noch ein bisschen am Weg. Ich habe schon versucht, das ein bisschen zu entfernen, aber es ist wirklich keine schöne Aufgabe. Das ist, ja, muss halt irgendwann mal gemacht werden, aber Spaß macht es auf keinen Fall. Ja, Also jetzt haben wir unten eine hübsche Lichtung.
Vielleicht kriegt man ja hier irgendwo was hingebaut. Vielleicht ein bisschen weiter unten, weil da sind nicht so viele Bäume oben im Weg. Da können wir hier die Gestrüppe hier unten entfernen. Und dann die ersten Mauern aufbauen. Ah! Bei der Sache hier mal gleich. Wir haben schon 4 Äpfel gefunden. Die scheinen mir irgendwas zu bringen. Ich habe noch nie einen gegessen. Ich weiß noch nicht die Wirkung von dem Apfel. Aber es soll so irgendwie Leben retten. Ja. Heute zu Anfang des Parts ein bisschen abgebaut. Wollen wir hier die Bäume entfernen, damit wir da was Neues bauen können. Was Neues erbauen. Na dann. Als ich aufscreen auch schon ein bisschen was von Bäumen abgebaut habe. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ich habe bemerkt, wie man dieses nervige Schild vom letzten Part ausschaltet, was uns den ganzen Part gequält hat. Diese Meldung, wollt ihr denn nicht zusammenspielen? Das lag nämlich daran, dass die Switch noch mit den Pro-Controller und den Joy-Cons verbunden war und beide Sachen registriert hat und wollte dann unbedingt mir andrehen, dass ich doch einem Freund die Joy-Cons gebe und ich den Pro-Controller behalte und wir Split-Screen spielen. Dann wusste die Switch ja nicht, dass ich hier alleine vor der Kamera oder hinter der Kamera sitze. Einfache Lösung, einfach mal die Joy-Cons abnehmen und ausschalten. Dann werden sie von der Switch nicht mehr registriert und dann kann man damit was machen. So, ich würde mal sagen, wir errichten hier unsere erste Wand. Genau hier. Und deshalb ziehe ich hier mal durch die Erde. Was tue ich? Wo ist mein Koks? Einfach mal. Da kann hier die erste Holzsache hin. Der erste Stein. Die erste Holzgeschichte. Den Stein. Auf welchem Brett. Das erste Brett gesetzt. So, sehr gut. Haben wir hier noch mit dabei? Aber sowas von genug. Können wir sogar Neues noch machen. So, Überfluss an Holz. Also damit können wir auf jeden Fall nicht nur ein Haus machen, sondern wahrscheinlich etwas mehrere. Das Haus machen wir auch ein bisschen größer, weil es soll so ein bisschen ein Treffpunkt sein, hier ein Ort, wo sich die Leute sammeln können. Deshalb dementsprechend soll das dann auch groß sein. Hier mal den Hintergrund ausfüllen, damit das nicht so aussieht wie auf einer Küste hier, auf einer Insel hier mit 2 Bergen. So, ja, das können wir dann später noch eben machen. Das ist nicht das Problem. Zack. Ja, so viel dazu.
Mir fehlt dann die Erde. Ich baue mal hier an dieser Stelle weiter. Können wir irgendwann später noch ebnen. Erstmal hier die Sachen noch notfalls. Kann hier noch ein bisschen abgebaut werden im Nachhinein. Erstmal grob die Mauern dastehen lassen. Ja, groß genug, denke ich, kann man hier zuziehen in die Mauer. Nein, keine Mauern bauen, nur Wände. Zack. So riesig soll es dann auch nicht werden. Ich meine, es wird schon riesig, aber... ja. Wieder Abend. So ein Mist aber auch. So, hier wird dann eine Tür sein. Und am besten nicht zu weit schon hier. Ich habe da schon was vor. Ich habe da schon so eine Idee, wie das dann aussehen kann. Wenn nicht gleich ein Creeper kommt, das Ganze in die Luft jagt. So mal schnell hoch ins Bettchen. Es ist Nacht. Es wird dunkel, bevor wir hier den Monstern zum Fraße fallen. Wir hören schon komische Geräusche hier bei Nacht. Rein ins Bettchen. Zack. Gute Nacht. Nächster Tag. So, kann weitergehen. Es wird weiter gebaut. Und da sehen wir es unten. Es wird ein hübsches kleines Häuschen hier. Wie wir es nennen, weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Was ich bauen will. Und was ich hier vorhab. Zack. So. Schau mal gerade. Ich gehe gleich wieder hoch, was dann meine Werkbank für Türen finde. Ja. Ich würde gerne so ein bisschen eine Kneipentür auch machen. Ob das jetzt eine Kneipe wird oder irgendwas anderes. Aber hier mal so ein bisschen. Ein Zauntor ist das? Ja. Gab es nicht was anderes? Falltür gab es hier. Was hatten wir denn da für Optionen? Optionchen. Eichen, Zauntor. Versuchen wir es mal. Ein zweites brauchen wir dann natürlich auch noch. So, das ist die Idee. Nee, so nicht. Zack. Und zack. Okay, das ist nicht ganz das, was ich will, aber ja, okay. Fühlt seinen Zweck. Kommt hier so durch. Zack, zack. Hallöchen. Einfach in der Bar rein. Ja, so eine Wildwestern-Bar. Einfach offen und dann kann man durchspazieren. Denke ich, das passt. So, dann mal weiterbauen hier. Es kann ruhig ein bisschen höher werden. Nicht zu hoch. Ich würde, glaube ich, auch zwei Etagen wieder reinmachen. Oder soll ich nur eine drin machen? Ja, zwei Etagen ist, glaube ich, nicht schlecht. Kann man oben noch Räume hinbauen, wo man so ein bisschen, ja, vielleicht Betten reinstellen kann. Für Gäste, die im Wirtshaus übernachten wollen. Ein Wirtshaus, das ist das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Das Wirtshaus zum tänzenden Pony. Nee, das ist es nicht, aber...
wird sich wahrscheinlich in dem Stil irgendwie halten. Ja, ein Gebäude nach dem anderen. Ja, ich bemerke gerade, wir werden wahrscheinlich die Stacks hier nötig haben. Das viele Holz, was hier mir geholt habe, das wird schon alle. Keine Angst. Dann kann man ja auch nicht so viel bauen. Muss halt reichen hier erhalten. Von unten an. So, zum Glück habe ich hier ein Gebirge daneben. Okay. Rein da. Zack. Ja. Etage 2 muss natürlich ein bisschen höher werden. So. So, ja, da oben kannst du auch, glaube ich, ja, ich glaube, so in der Höhe kannst du dann weitergehen hier. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. So. Zack, zack. Und dafür muss das Holz ja dann natürlich auch noch reichen. Wie zwischen Etagen Geschichte hier. Zack. Zack, zack, zack. Richtige Stufen habe ich jetzt hier noch nicht. Können wir vielleicht dann später noch machen. Nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich. So, wieder eine Etage 2. Schon wieder bauen wir sowas. Das wird hier wahrscheinlich noch öfters passieren. Dass wir in Etagen bauen. Lange ist es nicht her, dass wir das letzte Mal in Etagen gedacht haben. Joa. Zack, 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 zack. Mit der Übung kommt es dann irgendwann. Übung macht den Meister. Irgendwann kann ich mir wie aus dem FF, da baue ich das einfach mal nachts im Schlafen. Dann bin ich Schlafbauer. Nicht Schlafwanderer, sondern Schlafbauer. Schlaferbauer. Nicht Bauer, der den Bauernhof macht, sondern der Erbauer. Ein Bauarbeiter. Konstrukteur.
Und ich brauche Scheiben und Fackeln. Und oder Fackeln. Nicht oder, sondern und. Damit es da unten ein bisschen heller wird. So. Noch ein klein wenig weiter bauen. Die Nacht kommt schon, ich weiß, aber das will auch irgendwann fertig werden. Das Projekthaus. Beziehungsweise Gasthof. Dass ich nicht vom Küber erwischt werde auf meinem Weg. So schnell hoch hier. Skelette und Küber sind hier nicht selten. Zack. Und das Schwein hält Wache. So, auf einen neuen Tag. Neuer Tag, neues Glück. Es wächst langsam. Es wird. Fallschaden. Das war blöd. Hier kommt dann unten so eine Theke rein. Ein bisschen hier hinten. Dann kommst du rein, gehst an der Bar und bestellst ein bisschen was. Bestellst pure Milch. Und die Hardcore. Schaden kassieren. So, müssen wir hier den ganzen Wald abholzen, um ein Haus aufzubauen. Das Dach wird aus anderem Material bestehen. Wahrscheinlich wieder so ähnlich wie mein Haus da. Wird vielleicht ein bisschen flacher, das Dach. Ja, da kann man hier mit Latschen das Dach ansetzen. In der nächsten Etage. Nach dem nächsten Ding jetzt hier. Ach, dieser Fallschaden. Das ist brutal. Ich glaube, ich teste mal einen Apfel. Einen Apfel haben wir hier dabei. Mal schauen, was der für eine Funktion hat. Erstmal gehen wir hier hoch. So, essen. Zack. Das bringt Herzen. Und ein klein wenig Hunger. Okay. Okay, okay. Kann man sich also auch von ernähren. Obwohl gebratenes Fleisch sehr viel mehr bringt als ein Apfel. Ja, in Minecraft ist das so. So, so lala, so nini. Ich will keine Fichtenbretter, ich will Eichenbretter. Da muss ich mir von irgendwoher noch eine Eiche holen. Professor Eiche, wissen Sie, wo ich hier Eiche finde. Das sieht nach Eiche aus. Das ist doch gut. Kann man nehmen, oder? Na, Eichenholz. Hervorragend. Dann brauchen wir einiges davon. Naja, einiges nicht mehr, aber ein bisschen was brauchen wir noch davon. Ein, zwei Bäume noch abholzen und dann können wir damit weiterbauen.
jetzt mal ein bisschen Eicher, haben wir jemand dabei. Dann können wir vielleicht die Etage zu Ende machen. Etage. Die Etage wird beendet. Hier direkt in der Nähe ein kleiner See hier, ein kleines Strändchen. Und da das Haus. Und da der Gasthof. Na, hervorragend. So, auch gleich ein paar Treppenstufen gebaut. Können wir gleich einsetzen hier. So. Zack. Damit man hier geschmeidiger hochkommt. Zack. Nee, das war wohl nix. Ja, kann man so machen. Ein bisschen bessere Version von Treppen, aber so geht's erstmal. Ein bisschen steil, aber. Hier kann so ein bisschen was drauf. Ich glaube, es wird ein bisschen flachdachmäßig. Dann haben wir hier unser Gasthof. Noch ein bisschen Fenster rein. Dann sieht es ganz entspannt aus. Wenig Fenster würde ich da reinmachen. Eher Fackeln. Würde eher mit Fackeln handeln. Mit Fackeln umgehen hier in der Gaststätte. Eine Kürbislaterne, falls wir die irgendwie machen können. Dann kriegen wir das hin. Kann man mal ein bisschen düster und ein bisschen. Ihr wisst schon. In der Kneipe. So, nochmal schlafen. Können wir am nächsten Tag mal ein bisschen nach Hause weiterbauen. So, was haben wir denn hier? Was können wir denn als Dach benutzen? Wird wieder sowas hier benutzen, so ein Steinziegel-Zeug, eine Steinziegel-Geschichte. Was haben wir denn da anzubieten? Ein bisschen Stein. Diorit haben wir. Und Diorit. Den zwar ein Bruchstein bricht man eigentlich. Das, ja, ich glaube, das sieht das wäre am geeignetsten für so ein Dach. Sei denn, wir haben genug von dem Holz hier, Fichtenbretter, um damit das Dach zu machen. Das ist halt so holzmäßig. Ja, kann man sagen. Damit kriegen wir, glaube ich, ein Dach hin. Machen wir, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, das Leichteste. Mit diesem Holz, mit dem anderen Holz da was zu bauen. Ja, sieht auch ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen anders farbig. Kriegen wir das so hin. Machen wir so. So, Treppe hinauf. So. Sehr viel anders sieht das vielleicht jetzt nicht aus, aber ein bisschen Abgrenzung von dem Rest des Hauses. Dann soll ja auch hier so ein bisschen als primitives Flachdach dienen. Nee, das ist schon zu hoch. Reicht, glaube ich, wenn man das so macht hier. Als Klotz. Ist ein bisschen klotzig. Musik.
da gehen auch die Fichtenbretter zu Ende, zu Neige. So, mal hier wenig Fleisch ankassieren. Ja, 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 da können wir hier mal die Fackeln reinhängen. Die haben wir ja mitgenommen. Da haben wir 12 von. Jetzt haben wir Eichenbretter. Okay. Können wir noch eine Theke hier unten ins Erdgeschoss bauen. Können wir zumindest das Erdgeschoss mal erstmal fertig machen. Bevor wir ans Dach denken. So. Wie wäre es denn damit, dass wir das hier abschließen? Dass wir hier so eine kleine Nische machen. Das passt doch sehr gut. Weiß ich auch noch nicht. Ganz bestimmt ein Sandstein. Kommt ein anderes hin. Und ein Stein, vielleicht Bruchstein. Vielleicht reicht Bruchstein wirklich aus. Kann ich offscreen mal ein bisschen Bruchstein sammeln. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn ich offscreen so ein bisschen die Materialien sammle. Das ist dann zu langweilig für den Part. Und wenn man nicht einen Part mitfilmen, wie ich hier Bruchstein sammle. Dann muss am Anfang des Parts vielleicht schon ein bisschen Material vorhanden sein. Ich glaube, das ist das Beste. Zack. So haben wir es hier unten. Hübsch. Zack, am Eingang hier. Da noch eine Fackel. Da noch eine Fackel. Da kann noch eine hin. Jo, sieht doch ganz schmuck aus hier. Ganz schmuck. Was für ein Wort. Das verwendet meine Oma vielleicht. Ja, so ein bisschen Boden. Stoff für den Boden finden. Nicht Stoff. Material. Und dann kriegen wir hier was hin. Dann bauen wir hier eine kleine Theke auf und hier ein paar Sitzmöbel. Gucken wir oben weiter, wie wir das Dach geschlossen kriegen. Na denn, ich hole offscreen mal ein bisschen Material. Ja, Fenster brauchen wir ja auch noch. Ein paar wenige drin. Naja, ich würde mal sagen, wenn wir das mal zugekriegt haben hier. So, da sehen wir es mal, was wir angerichtet haben. Ja, sieht noch gar nicht so gut aus, aber das wird mit der Zeit. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Video in meinem Lebenswerk fast verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut darin. Bis dahin. Ciao, ciao.